Hallo ihr Lieben, ja, dieses Video ist mal was ganz Neues und zwar habe ich schon mal kurz in meinem letzten Video erwähnt, aber ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich vielleicht einfach, um erstens mehr Videos zu machen und zweitens, ja, weil ich halt nicht so viel Videostoff immer habe, keine Ahnung. Und zweitens, weil ich ja nicht jeden Monat was zusammenbekomme für ein richtiges Favoritenvideo, habe ich gedacht, dass ich jetzt jede Woche, also wenn ich Zeit habe und wenn ich ein Produkt finde, dass ich jede Woche ein Produkt oder ein Gegenstand, was weiß ich, eine CD, ein Kleidungsstück oder was weiß ich, wie gesagt, ein Produkt finde und halt raussuche, was ich in der Woche besonders gerne benutzt habe oder neu entdeckt habe oder wiederentdeckt habe, wie das heutige Produkt. Und ja, kurz euch darüber was sage und ja, das werden nur kurze Videos, aber ja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Ich glaube, ich kenne jetzt mal noch niemanden, der das macht. Wenn das jemand macht, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Und ja, und zwar fange ich einfach mal an mit dem heutigen Produkt. Ich habe das schon auf den Lippen. Und zwar bin ich im Moment ja krank und habe deshalb in letzter Zeit generell keine Lust, mich groß zu schminken. Also ich habe meistens nur Wimperntusche auf den Augen jedenfalls. Also den Rest schminke ich immer normal, aber nur Wimperntusche auf den Augen oder vielleicht noch Eyeliner. Und ja, deshalb habe ich, ja, genau, trage ich im Moment wieder mehr Lippenstift manchmal und habe diesen jetzt wieder entdeckt. Ich habe den letztes Jahr gekauft im Sommer oder sogar schon um diese Zeit. Und das ist einfach der absolute Frühlingslippenstift. Jetzt hatte ich den die ganzen Winter lang nicht in der Hand. Ich hatte ihn nicht in der Hand. Seit Herbst ungefähr. Weil die Farbe geht für mich irgendwie nicht im Winter. Das ist von NYX. Diese Farbe hier. Das ist die Farbe 189 Brick. So sieht der aus. Meine Kamera hat leider keinen Autofokus, deshalb kann ich nicht näher ran. Und ja, ich swatch euch das aber mal. Vielleicht könnt ihr das sehen. Der Lippenstift ist so cremig. Der ist so cremig. Erstens, wenn ihr den auftragt, ich habe gar keine Pflege jetzt drunter. Ich habe immer eine Pflege drunter, weil meine Lippen so spröde und trocken sind. Aber der ist so cremig, ihr braucht keine Pflege. Der setzt sich nirgends wie irgendwie ab oder so und der macht einfach so ein tolles Gefühl. Der ist wie Butter, wirklich. Der ist ganz, oh, der ist so schön. Dann riecht der so genial. Der riecht so nach, so total lecker nach, so Erdbeerkaugummi. Ich habe den letztes Jahr schon mal ein paar Mal, glaube ich, in die Kamera gehalten, aber ich bin mir jetzt auch nicht so sicher. Und ja, das ist eben, wie gesagt, der absolute Frühlingslippenstift. Und keine Ahnung. Die Farbe finde ich einfach im Moment wieder saugeil. Und ich glaube, dass ich den dieses Jahr wieder öfters tragen werde. Und jetzt halt gerade auch, finde ich, passt der, wenn man einfach nur so ein bisschen was auf die Augen macht, weil der eben schon ziemlich knallt. Das ist eben so ein Erdbeerrot, aber mit so einem Korallenstich drin. Mit so einem, ja, keine Ahnung, wisst ihr, scheiße, jetzt habe ich reingegriffen. Mit so einem Koralle-Touch halt drin. Keine Ahnung. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie sehen. Ich mache das mal breiter. Moment. Dann könnt ihr das besser erkennen. Und ja, ich weiß nicht, ob es diese Farbe schon noch gibt. Ich habe es damals in Saarbrücken gekauft, weil bei uns gab es da noch keinen NYX. Und jetzt gibt es. Und ich glaube, ich habe die Farbe aber noch nicht dort gesehen. Deshalb weiß ich gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Aber wenn ja, schaut mal nach, wenn euch die gefällt. Und wenn, ja, guckt mal, wenn es die gibt, kauft euch den unbedingt. Ich habe, das ist mein erster und einziger Lippenstift von NYX. Deshalb weiß ich nicht, ob die Qualität von allen so toll ist und ob die alle so toll riechen. Aber ich kaufe mir vielleicht bald mal nochmal einen und dann schaue ich mal. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie geholfen. Entschuldigt meine Stimme, ich bin immer noch krank. Und ja, sagt mir mal, wie gesagt, was ihr von der Idee haltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!